Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abyss, die Geister von Eden. In der letzten Episode sind wir mittlerweile hier am Meeresgrund angelangt und hier ist so eine komische Stadt. Und dann gehen wir hier mal rein und vielleicht finden wir dort unseren vermissten Robert. Unseren vermissten Verlobten Robert. So ist es richtig. Wow, das war haarscharf. Gut, wir sind nun also in der Stadt angekommen, allerdings scheint die wohl ein bisschen baufällig zu sein. Das wird wahrscheinlich noch für einige Probleme sorgen. Aber wir sehen uns jetzt erstmal um und hoffentlich überleben wir es natürlich. So, was haben wir denn hier? Hier passt nur ein kleiner Schlüssel. Und das ist auch gar nicht Glas, dass man einfach mal kaputt machen sollte. Da die Notfallachse ist eingeschlossen. Was haben wir hier? Wir bekommen ein Stück Seil oder Kabel. Okay. Ansonsten ist hier nicht mehr so viel. Hier hängt was. Absolute Quarantäne. Alle Schlösser und Luken müssen verschlossen sein. Alle Flüchtigen werden getötet. Neuer Code 4932. Ich schreibe mir den sicherheitshalber mal auf. Ich habe nämlich schon hier was liegen. 4932. So. Wissen wir Bescheid. Also irgendwas ist hier wohl ausgebrochen und alles ist deshalb unter Quarantäne gestellt worden. Gut zu wissen, was haben wir hier? Das ist ein Roberts Handy? Ich sollte es einschalten. Na, dann schalten wir es mal halt. Ja. SMS nicht geschickt. Hi, Liebes, du glaubst nicht, was ich hier gefunden habe. Ruf mich an, Rob. Diese Textmessage hat er nie abgeschickt. Okay. Wer schreibt denn unter Wasser SMS, aber okay. An evacuation map. Now I can keep track of my position on Eden's base. Okay, jetzt haben wir hier also einen Plan bekommen für die Stadt. Wir sind aktuell hier. Das Ausrufezeichen zeigt uns, wie bereits schon bekannt, an, dass es hier eine Aktion gibt. Und das sind wohl offensichtlich die ganzen anderen Räume und Stationen. Na, mal gucken. So, was haben wir hier? Batterien. Sehr gut. Das Handy können wir ja nicht mitnehmen, ne? Nee. Werden wir unter Wasser hier jetzt auch nicht brauchen. Was ist das hier? Gesucht. Tot oder lebendig? Gregory Logan. Diesem Aufständischen zu helfen, wird mit dem Tode bestraft. Okay. Er sieht nicht wie ein Krimineller aus. Ja, weil man natürlich auch wie ein Krimineller aussehen kann. Ja gut, bei einigen trifft das durchaus zu. So, was haben wir hier? Das ist wohl ein Schloss. Okay, das sehen wir uns gleich an. Ich glaube, zuerst drehen wir uns mal um und gucken, ob sich in der Richtung noch irgendwas befindet. Ja, sieht aber nicht danach aus. Der Schacht ist blockiert. Ich muss einen anderen Ausgang finden, nachdem ich Robert gefunden habe. Okay. Sonst gibt es hier auch nichts mehr zu entdecken. Gut, dann drehen wir uns wieder um. Fischies! Ich stelle mir das echt voll cool vor. Ob es so Urlaubsresorts irgendwann mal gibt, wo man so unter Wasser die ganze Zeit ist und irgendwie da Urlaub macht und einfach nur rausguckt. Oh, das wäre echt geil. Das wäre wirklich geil. So, wir machen weiter, hauen hier erstmal die Batterien rein. Und geben den Code ein, der heißt 4932. Und kommen damit zum Balkon. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Sicherung rein. Oh, scheinbar gab es gerade einen Kurzschluss. Das ist natürlich blöd. Wir sollten uns das mal näher ansehen. Wir müssen also alles neu verkabeln, so wie es aussieht. Bim, 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 bim.
What the fuck? Also das hier ist das plus das ergibt das. Das heißt, das Kabel haben wir hier schon mal. Die sind auch okay, so wie es aussieht. Er zeigt vermutlich die benötigten Symbolkombinationen. Ach was. Aber fehlt uns hier nicht noch ein Kabel? Ah, dann hätten wir hier noch ein Kabel. So, wir bräuchten einmal... das. Und dann hier das Viereck. Dann hätten wir das drin. So, das nächste ist hier wahrscheinlich das gelbe Kabel. Das muss hier raus. Und wir brauchen das. Oh, gelb war hier. Dann ist das blau, oder was? Das ist tatsächlich blau. Dann stecken wir das hier jetzt einfach mal weg. Weg. So, wir brauchen einmal blau. Wo hatten wir es denn gerade? Hier hin. Und dahin ergibt das. Als nächstes brauchen wir einmal Teilchen nach oben. Das ist hier unten. Dann stöpseln wir das hier einfach mal schnell um. Zack. Das da rein. Und ein schräger Strich. Wieso sehe ich denn das jetzt nicht? Ah. Tricky, tricky. So, nun bräuchten wir jetzt nochmal so ein Quadrat. Quadrat. Plus einmal ein Strich, der so durchgeht. Zack. Thema erledigt. Die Sicherung funktioniert wieder. Es powert wieder an. Wir können... Wow. This place is even more amazing when all lit up. Wow, dieser Platz ist noch unglaublicher, wenn er erleuchtet ist. Das sieht tatsächlich sehr interessant aus. So, wir gucken jetzt erstmal, was sich in den Notizen getan hat. Ruinierte Anlage. Dieser ganze Ort sieht ruiniert und verlassen aus. Was ist hier passiert? Wo sind die Leute? Gibt es neue Ziele? Eden-Basis. Finde heraus, was in der Basis passiert ist und wo alle Bewohner jetzt sind. Kriegen wir hin. So, hier hätten wir einen Aktenkoffer. Der sich sogar öffnen lässt. Albion Hotel. Wir behandeln sie wie Könige. Das sieht luxuriös aus, okay. Mysteriöse Schätze von Schacht 3. Laut Quellen wurde eine mysteriöse Truhe unbekannter Herkunft bei einer Ausgrabung gefunden. Sie wird jetzt untersucht und verwahrt. Was sie wohl gefunden haben. Friede, Harmonie, Erleuchtung, Perfektion. Naja. Nobel, aber utopisch, genau. Wird's nie geben. So, hier hätten wir ein Stückchen von einer Blaupause. Und wir müssen das jetzt wohl zusammensetzen. Ich würde glatt vermuten, da kommt hier am Ende dieser komische Baum raus. Ein paar Teile fehlen. Die müssen wir noch finden. Und dann können wir wohl auch den Koffer ganz aufmachen. Müssen wir uns merken. So, was hätten wir hier? Neue Befehle. Neues Gesetz. Erstens. Einzig die Legaten tragen die Willen des Meisters in sich. Tragen den Willen des Meisters in sich. Aha. Freiheit. Zweitens. Basis verlassen verboten. Drittens. Widerstand wird mit dem Tod bestraft. Das klingt sehr charmant. Hier möchte man unbedingt wohnen. Dann gehen wir mal weiter zum Brunnen. Ja, und sobald wir kommen, fällt immer irgendwas runter, ne? Der ganze Ort hier fällt auseinander. Das ist Roberts Taucherflasche. Ich bin tatsächlich auf dem Weg, Robert zu finden, okay. Und die Lampe von ihm, die nehmen wir gleich mal mit. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich die Schrauben entfernen. Was haben wir da oben?
Da ist etwas in der Schüssel, aber ich komme nicht heran. Nee, wir haben auch nichts, womit wir da herankommen könnten im Moment. Das können wir wohl wegschieben und dann weiter wegschieben. Dann ziehen wir uns das an. Ah! Ich fasse das nicht mit bloßen Händen an. Hau mal mit der Taschenlampe dagegen. Klappt natürlich nicht. Das heißt, wir müssen da also auch noch was finden. Das ist sinnlos. Da kommen wir auch nicht ran. Jetzt habe ich gehofft, dass da noch irgendwie was zu finden ist. Ah, wir bekommen einen Schraubenschlüssel. Was für ein interessantes Schlüsselloch. Ich brauche etwas Langes, Dünnes, um durch das Gitter an die Schlüssel zu kommen. Oh Gott, voll schlimm. Wie kommt ein Spielzeug hierher? Gute Frage. Wir probieren es mal damit. Nein, klappt nicht. Dann versuchen wir doch mit dem Schraubenschlüssel da irgendwie was zu machen. Geht auch nicht. Aber hier bestimmt. Aber natürlich. Es sieht irgendwie ein bisschen wie ein Generator aus. Wir machen das ab, bekommen dafür Stoff. Okay. Legaten. Die Hüter des Gesetzes. Sieht ein bisschen creepy aus und genauso wie der Typ da draußen. Genau. Das sah ich draußen eben. Wer oder was sind Legaten? Ein Ventil fehlt. Ja, das war's. Okay. Mir gibt's hier nichts zu tun. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt haben wir ja Handschuhe. Damit können wir das hier ziehen. Und kommen weiter zum Platz. Komischer Typ. Hey, wait! Neues Ziel, das Mädchen. Wir gucken mal nach. Verlassenes Mädchen. Ich habe ein Mädchen gesehen, das alleine hier herumwandert. Sie läuft jedes Mal verängstigt weg, wenn ich ihr zu nahe komme. Wo sind ihre Eltern? Tja. Die sind wahrscheinlich tot. So, was hätten wir denn hier? Seestern. Robert. Ja, Robert, halte durch. Hier hätten wir ein Wimmelbild. So, wir brauchen ein Hochzeitskleid, Taschentuch, Handschuhe. Monokel und ein Schaber. Blicken, Rüsche, Haken. Alter Falter. Also hier ein Monokel. Denn ein Hochzeitskleid ist das eine Rüsche. Ein Schaber. Dann bräuchten wir auch noch Handschuhe. Handschuhe sind hier. Ein Flicken. Das war also ein Schaber. Aha. Ein Flicken sehe ich jetzt nicht auf Anhieb. Dann bräuchten wir noch einen Haken. Den ich jetzt auch nicht sehe. Ach doch, da ist der Haken. Dann bräuchten wir als nächstes noch ein Hochzeitskleid. Wo könnte sich denn hier ein Hochzeitskleid befinden? Was ist das? Ein zerbrochener Spiegel verheißt Schlechtes. Achso, das ist das Hochzeitskleid, natürlich. Dann bräuchten wir noch immer einen Flicken. Wo könnte denn ein Flicken sein? Was ist denn hier drin? Ich kann diese Seiten nicht mit bloßen Händen zerreißen. Glücklicherweise haben wir hier eine Schere. Dann machen wir das mal auf. Und finden darin einen Hut. Na, immerhin etwas. Wieso kann ich denn den blöden Flicken nicht sehen? Das ist kein Flicken. Was ist denn das? Da
Das war ein Taschentuch, okay. Ab und an lohnt sich dann doch mal blöd rumzuklicken. So, als nächstes bräuchten wir noch immer einen Ventilator. Pech und Bohr. Ach, ist ein Pech. Das soll quasi das Pech sein. Oh Mann. Also manches Mal, ganz ehrlich, da haben die doch einen Witz an. Wie kommt man denn auf diese blödsinnige Idee? Ich klicke wild rum, nichts passiert. Dann bräuchten wir doch immer eine Bohr. Oh Mann. Das ist die Bohr. Und dann müsste sich hier oben auch noch irgendwo ein Ventilator befinden. Den wir... Ventilator. Mhm. Das ist ein Fächer, du Pfeife. Also manchmal sind die Übersetzungen so unglaublich schlecht, also wo ich mir echt die Frage stelle. Haben die das mal irgendjemand gegeben, der tatsächlich diese Sprache spricht? Um das zu kontrollieren. Das ist ja unglaublich. So, die Flicken finde ich allerdings wohl eher nicht. Ich habe mittlerweile hier schon so ziemlich überall rumgedrückt. Daher lassen wir uns einfach mal für die Flicken einen Tipp geben. Okay, das ist ein Flicken. Das stimmt. So, wir bekommen ein neues Objekt und zwar einen Angelhaken mit einer Leine. Damit können wir dann wieder zurückgehen. Gehen mal hier hin und dann würde ich sagen, wir angeln diesen Schlüssel mal raus. Dankeschön. War das der Schlüssel für das Schlüsselloch? Nee, ne? Das, okay. Wie kommt das Spielzeug hier hin? Ne? Da werden wir wohl noch nicht so schnell rankommen. Da müssen wir wohl erstmal weiter. Gut, dann wieder zurück zum Platz. Das hatten wir ja schon gesehen. Was ist das? Eden muss einmal wunderschön gewesen sein. Aber jetzt ist es nur noch schaurig. Das stimmt wohl. Versperrt. Man braucht eine Genehmigung dafür. Das heißt, wir müssten eine Karte bekommen, irgendwo. Dann können wir hier durch, okay. Hier gehen wir zurück zur Haupthalle und dann... Was ist das denn? Edens Tageblatt. Zwei weitere Menschen von unbekannter Macht besessen. Hat es etwas mit den Schätzen von Schacht 3 zu tun? Die Autoritäten bestreiten es, aber unsere Quellen berichten, dass zwei weitere Bürger... Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Es ist eine Art elektronisches Schloss. Okay, es gibt hier also einen Gullideckel. Da werden wir wohl später dann noch rein müssen. Jetzt gucken wir uns erstmal den Flur an. Da ist wieder das Mädchen. Stop, please. I won't hurt you. Das Mädchen hat Angst vor uns. Vielleicht sind wir hässlich. So gehorchelt, bla bla bla. Und hier, Frieden, Harmonie, Erleuchtung, Perfektion. Das reißen wir auch ab. Und hier findet sich etwas. Etwas Kleines und Akkurates sollte das entfernen können. Haben wir nicht. Wir könnten höchstens mal mit dem Schlüssel irgendwie ein bisschen rumstochern. Ja, natürlich klappt das nicht. So, was hätten wir denn hier? Es scheint nicht zu funktionieren. Eine Notfallpumpe, glaube ich. Wir drehen hier mal. Es ist offline. Ich brauche Strom dafür. Gut. Der Flur ist komplett überflutet. Aha. Dafür liegt hier ein Stückchen. Creepy. Schaurig, ich weiß nicht. What this place is, but it surely isn't Eden. Okay, schaurig. Ich weiß nicht, was es ist, aber Eden ist es nicht. Ja, eine arme Seele. Okay, das ist natürlich blöd. Wir können das nicht aufmachen, solange wir den Flur nicht wasserfrei bekommen haben. Dafür braucht man den Strom für die Pumpe. Wir haben uns hier wohl umsehen müssen. Ein paar solide Stöße sollten die Tür aufkriegen. Na, dann stoß doch mal. Sie ist von innen verschlossen. Jetzt bräuchten wir wahrscheinlich auch noch irgendwas, womit wir da so rumstoßen können. Wie können wir das Ding denn dann aufstoßen? Hier nochmal so ein Interaktionsmenü? Nee, ne? Nur das hier.
geht's hier weiter? Nicht wirklich. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Platz. So, was haben wir denn jetzt? Wir hätten zumindest ein Puzzleteil bekommen. Wir haben noch immer einen Schlüssel. Vielleicht brauchen wir den irgendwo noch hier hinten. Glaube ich aber nicht. Die können wir aber schon mal einen Teil anbringen. Schade. Klar, damit wir die Axt natürlich holen können. Und dann machen wir die Tür mit der Axt auf. Das wird das Mädchen freuen. Die wird dann wahrscheinlich auch denken, dass wir ein Axtmörder sind. So, die Axt nutzen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Bis morgen und ciao.